Willkommen Leute zu der heutigen Folge Geschichten von der Front. Wir sind bei Folge 27 oder so. Und Nachtlab und ich sind nochmal unterwegs gemeinsam. Und ja, ich renne jetzt nochmal das Bein rum, wie die letzten beiden Tage auch, weil es mir gerade einfach tierisch Spaß macht. Und gestern einfach die super Zombie-Spider, die noch überlebt hat, obwohl sie eigentlich praktisch nichts mehr hatte. Die bestand noch ein bisschen Blech, zwei Drähten und ganz viele guten Willen. Ja, der Nachtalb, der hat jetzt gemerkt, wenn er selbst im Schneeland 3000 nach einem Schuss fast überhitzt ist, ist es vielleicht nicht ganz so gut, einfach nur dicke Laser einzusetzen. Ja. Kommen jetzt wieder die Schweineschleudern, die Metlaser? Also ich habe jetzt gerade folgendes Problem, ja. Also ich bastel jetzt gerade an meinem Fitting und, ich muss sagen, das größte Problem, was ich mir gerade hier bietet, ist, dass ich nicht weiß, wie ich meine ganze Tonnage verbrauchen soll. Weil, ich weiß nicht, wie ich die ganze Panzerung auffüllen soll. Das ist einfach viel zu krass. Blamage. Ja, das ist einfach echt nicht zu fassen. Ich krieg das Zeug nicht verbaut. Ja, da. Hä? Der BPKs brauchen immer viel Platz, habe ich gehört. Vollkommen richtig. Geht so. PPKs, ja? Ja. Ja, davon habe ich jetzt eben zwei drin. Sehr gut. Ich habe jetzt zwei PPKs drin, zwei Mad Pulse Laser, zwei normale Pulse Laser. Zwei normale Mad Laser. Ja, ich probiere das Ding jetzt mal so aus. Ich renne jetzt mit. Ach, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ich muss doch jetzt nicht wirklich mit 5 Tonnen zu wenig rumlaufen oder was? Kannst doch keinem Menschen erzählen. Noch ein paar extra Schweine mit. Ein paar extra Schweine. Ah, gute Idee. Gut. Wenn das so ist, dann nehme ich jetzt einfach ein paar extra Schweine mit und dann können wir jetzt einfach mit ein paar extra Schweinen im Gepäck loslaufen. Ja, ich weiß auch nicht, was ich sonst hier noch einbauen sollte. Das ist auch irgendwie. Oh, doch, ich weiß es natürlich. Was? Die scheiß Beagle, die scheiß Beagle Active. Probe? Geschichte. Ja, hammergeil, ey. Ja, bau die mal irgendwo ein. Das Ding hat einfach nirgendwo noch freie Slots. Ja, gut, dann. Slotze! Das sieht jetzt mal so aus. Ich weiß es auch nicht. Kleine Slotze! Was ich jetzt ja falsch gemacht habe, keine Ahnung. So. Jetzt muss ich mal korrekt. Ah, alles klar. Was? Unable to ready by configuring. Manchmal, sage ich mal so, ist die UI noch in einem Bereich, in dem man Verbesserungen durchaus noch anbringen könnte. Auf jeden Fall. Ah, da geht's schon los. Gucken. Ich will mal gucken, wie gut es rüberkommt oder ob das scheiße klingt, wenn ich das jetzt hier aufnehme. Nachtlab im Mechlab. Was wird's heute? Hat er genug Heatsinks? Oder überhitzt der Mech sofort? Selbst in der Schneemap. Und doch, da sind wir endlich ready. Ich finde, es passt super. Ich hoffe, das kommt jetzt auch gut rüber über das Mikrofon. Achtung, Achtung, es folgt eine Nachricht vom neuen Besitzer eines aktuellen Smartphones. Ich habe ein aktuelles Smartphone. Hashtag, Hashtag. Immer alles schön hashtaggen. Du bist ein Vogel, ey. Was auch so richtig gut schmeckt. Wasser? Sprudel. Ja. Einfach Sprudel. Einfach Sprudel! Destroy all enemy players. Schwabe sagen Players. Players. Oder? Wie würde er sagen? Destroy all enemy players. Nachteil, was meinst du? Ach, der ist wieder mal. Ah, so, jetzt.
wir sind auf Terra Therma. Nee, Caustic Valley hat auch 85 Grad, ist der Sauerei. Ich habe gerade gemeint, dass Destroy All Enemy Players für den Schwabe Players aussprechen, oder? Ja, aber weißt du, du hast dir ja gerade von deinem schönen Breisgauer Wasser was reingezogen. Das habe ich dazu gebracht, mir eine schöne Oettinger Cola zu holen. Eine Oettinger Cola? Wirklich? Nein. Sehr erfrischend. Ab geht die Post. So, wo geht's denn hin? Schon wieder Destruction Derby. Okay, alles klar. Ich gehe mal nach Dulf 3. Nordpol 3. Halt, stopp! Übrigens, man hat übrigens gesehen, dass ich jetzt wirklich mit doppelter Munition doppelt so gefährlich bin. Weil ich habe ja auch Fettschranken. Okay, pass auf. Cäsar 3 ist ein feindlicher Mag. Cäsar 3 ist ein feindlicher Mag! Ihr merkt, ein Kampfschütze. Ich mach mich mal vom Acker. Schlag ein paar Haken. Einer direkt unter euch. New target acquired. Das ist ein Death Knell. Was ist ein Death Knell? Ein kleiner Mag, oder? Ja, das ist der Hero-Variante. Von einem Kommando, glaube ich. Ja, du hast recht. Incoming Missile am Arsch. Uah, der hat mich voll in links reingelockt. Warning, incoming missile. Lass mich doch einfach in Ruhe. Und ein Awesome. Warum waren die jetzt direkt beim Spawn schon bei uns? Keine Ahnung, warum bin ich schon wieder tot? Was schon? Ja, pff. Der Kommando hat mich direkt in den Orson reingeführt, der wiederum, und dann gerade eben hat mich ein Atlas von hinten zerberstet. Ein Orson, oder? Ja, der Orson hat mir frontal erstmal die Fresse poliert, und dann hat mir ein Atlas noch, der dazugekommen ist, einmal schön den Kiefer verbogen. Okay, gehen wir in die Berichterstattung rein. Mumuhara, nee. Hara an der Mumu muss nicht sein. Skullbank auch nicht. Nachtalb hier ganz allein. Nee, nicht allein, aber trotzdem, da ist ein Atlas, da ist ein Awesome und ein Kommando, der auch noch rollt. Der Atlas knackt ihn ja ordentlich Schaden. Ja, Alter, das kann ich voll knicken, Mann! Ja, scheiße. Atlas hat vergessen, den Arbeiter Spaß noch zu drücken. Der ist jetzt wieder langsam da, 70% in Hülle. Armor hält noch stand, der Awesome ist ordentlich angeknackt. Da kann er vielleicht noch ein bisschen hängen, aber die Front hier sieht ziemlich verloren aus. Da ist der Nachtab auch schon das Genick gebrochen worden. Ja, das war einfach auch ein krasser Rudelbums. Da konnte man kaum noch was machen. Atlas von uns, Atlas AS-7D. Warning, incoming. Ist irgendwo zentral und schießt mit der LRM-7 rum. Das Weapon Center versteht nicht ganz so gut. Atlas verliert jetzt hier langsam auch die Hülle, wegen immer rein los. Mehr brennt das Thunderbolt hier. Ja, der wird direkt auseinandergenommen. Da ist der Kampfschütze, der rührt ihn schön weg. Und der Atlas von hinten auch noch dazu. Schöner Sandwich. Hunchback ganz allein, wird jetzt auch von oben zugeschossen, wird von links beschossen, aber er reagiert aber nicht drauf. Er läuft weiter geradeaus, warum auch. Mal gucken, wer ihn da beschießt oder so. Ja, das ist der Torso auch gleich am Arsch. Also er dreht sich nicht mehr um, ja. Hier sind wir im Locust in der Außenansicht, der von gegen zwei, drei schwere Mechs läuft. Bam, da ist der Arm weg, da ist die Panzerin weg und gleich wird er auch, denke ich, gerade Kind zerstört werden, Beine weg und das Feuer weg. Wir hatten wieder nach einer halben Klatsche für uns aus, 3-7. Wir sind hier in einem Stalker, der Stalker hat noch ordentlich Rüstung und alles. Legt sich hier beim Atlas an, schießt mal direkt ein paar LRMs auf ihn ab. Das stört natürlich das Ziel. Laserhagel weiter drauf ein, ah, der hat noch mehr LRM. Ja, der Atlas ist daneben auch ein bisschen gestört. Allerdings jetzt hier auf Caustic Valley 85 Grad Außentemperatur. Macht bemerkbar Stalker im Heat Shutdown. Der Atlas wird jetzt hier unten dran unterstützt von einem Jägermech. Ah, da wird er hart verbogen. Der Stalker hat aber noch ein Gliedmaß. Von der Seite wird er auch überrannt von einem. Commando, glaube ich, ist das. Der Atlas, der damit rumschläft, auch nicht so recht. Ist das ein Shadowhawk? Ne, ein Yendo Wang. Den müsst ihr halt nochmal rausnehmen. Da hat zwei Medlaser offenbar im Center Torso und eine AC-20? Alter Schwede, den müsst ihr rausnehmen. Wenn ihr die AC-20 hier einsetzt, dann gibt es Schmerzen. Jetzt bricht der nächste hinten rüber. Das ist ein Handspeck, wenn wir nicht alles täuschen. Den ignorieren. Die hinten liegen sehr ähnlich von der Silhouette her. Der Atlas hier seit Herd schon einen Arm verloren. Die anderen brechen es rüber. Atlas Kampfschütze bekommt über die Kampf. Da hast du nämlich kaum Chance noch was zu machen. Der Atlas hat sogar noch volle Panzer und kriegt jetzt hier die Laser ab. Ist jetzt kurz im Schießstand-Down. Aber ihr seht schon, das ist für den besten Fall so eine Art Tiefenpeeling. Das ist
kannst du überhaupt gar nicht. Der wird jetzt den Stalker auch rausnehmen. Der Stalker wird jetzt ein paar Sekunden auseinanderfallen. Hat jetzt schon alle Ampel und Kit auseinander. 4:11. Wo ist der letzte Mohikaner? Der steht da hinten, in dem Jenner. Der verfolgt den Orion. Hat allerdings auch schon einen Quiz-Taxi. Center Torso ist offen, ist rot. Das heißt nur. Und der SMH steht an und. 3, 2, 1, Action. Ja. Lauf doch! Scheiße! Ja. Da hat ihn auch zerfetzt, aber was sollte er dann noch groß tun? Mann, bin ich sauer, echt? Ohne Scheiß, Mann. Ich will jetzt mit Chester mal ein ordentliches Spiel haben, wo ich mal ein bisschen rocke. Verdammte Scheiße, das kann doch nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit irgendwelche dummen Spiele habe, wo ich die ganze Zeit irgendwie hier nur auf Fresse krieg. Hier, guck dir das mal an. Team, ja, 161 Damage. Und das alles auf ein Ziel. Kann doch nicht wahr sein, oder? Ja. Ah, echt? Das geht überhaupt nicht klar. Oh, auf jeden Fall. Na gut, das war's für heute. Ja, es gibt wieder andere Tage. Ja, die werden glorreich, die werden super, die werden geil. Aber hallo, bis dann, Leute. Tschüss. Bleibt geil.